Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Anno 2205 und wir müssen ja mit dieser Drohne für Dr. Eleanor Hofwegen 4 Überreste von so einer Unterwasser-Forschungseinrichtung sammeln. Sind unterwegs. Denn ich möchte da irgendwas bergen. Sie oder eine Art KI, also eine künstliche Intelligenz, die keinen Gefühls- oder Emotionsunterdrücker oder irgendwie sowas hat. Ob das so gut ist, weiß ich nicht, aber... Aber es gibt einen Graphengenerator als Belohnung, also... Denke ich mal... Ja, warum nicht? Also, warum auch noch? Die sind also relativ nah um diesen Generator rum. Das kriegen wir hin. So, die Drohne. Roger. Die liegt wahrscheinlich hier irgendwo. Ne, hier. Na, wo ist es? Bestätigt. Standort des Objekts gefunden. Und dann wahrscheinlich hier im Eck noch, dann war in jedem Eck irgendwie eins. Volle Kraft voraus. Im Gange. Blink halt einfach mal in die richtige Richtung. Nächstes Astronautenteam so. Trifft ein. So weit drüben. Bestätigt. Na gut, müsste es recht sein. Dann suchen wir das Ganze mal. Objekt da erfolgreich ist es. Erkannt. Dann Container müssen wir beladen. Das zur Frau von Hofwegen bringen. Dann schauen wir mal. 5 Schritte. Ich denke eh, dass wir gleich irgendwie Titan oder noch irgendwas brauchen. So wie es eigentlich immer ist, oder Biopolymere. Das war wirklich sehr gut. Die Analyse ist hervorragend. Lustig. Ich habe gerade an Sie gedacht. Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen. Arbeiter. 100 Arbeiter und dann 5 Minuten halten. Das trifft sich gut, denn wir müssen sowieso Nahrung und Biopolymere produzieren, dass wir hier überhaupt weiterbauen können. Ich mache das Ganze mal so. Brauchen wir Baubots, also nehmen wir einfach mal die hier. Dazu brauchen wir allerdings Nahrung. Gibt's Arbeit? Wir sind bereit. Dazu brauchen wir allerdings Wasser und Biopolymere. Hey, wer hätte es gedacht? Oh, dann bauen wir einfach mal das Sonnenblumenfeld und die Biopolymerfabrik. Geht nicht, da wir da Baubots brauchen. Wasser fehlt, ja, Wasser, das kriegt er gleich. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Das kriegt er gleich. Wenn wir mehr Biopolymere haben. So, dann haben wir Wasser, dann sollten die Einwohner auch wieder raufgehen. Willkommen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Machen das Ganze mal so. Sollte gleich wieder im positiven Bereich sein. Genau. Dann haben wir das, dann brauchen wir 100 Arbeiter. Ach, Wohnungen. Wir müssen bloß Häuschen bauen. Na dann. 100 Arbeiterhäuschen. Mhm. Okay, das heißt, wir müssen fast diese Fabrik... Da haben wir sogar einen Anteilsbonus. Plus 12%. Das ist ja ganz gut. Wir machen das Ganze mal so. Natürlich brauchen wir jetzt mehr Bioharz. Dann produzieren die natürlich auch mehr. Und wir können mehr Häuschen bauen. Wir machen das Ganze mal von unten wieder. Fabrizieren das Ganze mal hier so hin. Das Infozentrum braucht natürlich mehr Strom, aber das kriegen wir auch geregelt. So, Infozentrum braucht dann noch 10 Biopolymere. Dann kriegen wir nämlich auch, dann sollten wir nämlich die 5 Einwohner pro Haus voll kriegen. Und dann haben wir auch mehr, können wir auch mehr produzieren dann. Na, kriegen wir die 2 noch?
müsste ich schnell eine Route einrichten in einen anderen Sektor. Aber das kriegen wir auch hin. 33 Häuser haben wir erst. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal ein wenig die Biopolymere produzieren lassen. Plus 33. Jetzt müsste es gleich relativ schnell hochgehen. In der Zwischenzeit gehen wir mal in die Sektoren, in denen wir letztes Mal angefangen haben. Das heißt, hier glaube ich, genau, da sind wir schon bei 0. Ich glaube, hier müssen wir bei 0 sein, hier müssen wir bei 0. Also eigentlich überall, wo wir jetzt diese Zeit abwarten mussten, die müsste jetzt abgelaufen sein. Dann hatte Sam also recht. Die Schiffe sind weg. Ein Auftrag von ganz oben. Hoffentlich enttäuschen sie uns. Zwei Schiffe zum Goodwin schleppen. Feuerwerksschiff, das heißt, wenn es Feuerwerk gibt, dann könnte es sogar schon der Abschluss sein. Dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis wir die hingeschleppt haben. Aber das kriegen wir hin und unsere Bilanz, die geht immer weiter nach unten. Unsere Firmenanteile kosten gerade irgendwie so viel als Ausgabe. Die waren, glaube ich, vorher nur bei 16.000 und jetzt kosten sie auf einmal 70.000. Naja. Wir werden ja demnächst wieder ein paar mehr Investoren im Walbrook-Becken kriegen. Dann sollte das machen. Oder nee, wir sind ja hier. Wir sind ja hier im Sektor. Da können wir hier noch Investoren machen. Wir können ja mal kurz schauen. Beförderungsmenü. Manager können wir 44 aufsteigen lassen. Admins können wir 111 aufsteigen lassen. Bei den einzelnen, bei den großen Wohnblöcken 11 und 27. Das heißt, wenn wir die 27 machen, dann haben wir hier irgendwo dann noch 22 über. Und das ist dann ganz gut. Weil wenn wir 22 neue Investoren haben, das heißt, das sind dann auch um die ja, knapp 200.000 Einwohner. Die sind jetzt auch wieder ein bisschen zurückgegangen, da wir ein paar Investoren abreißen mussten im Walbrook-Becken, dann sollte das alles machbar sein. So, wir fahren da mal hin. Und ich hoffe, dass das Projekt dann mal fertig ist. Und hier haben wir dann eigentlich, glaube ich, nur ein Feuerwerk. Und die Feuerwerke sind dann, glaube ich, auch nur bei den Brunnen. Ich glaube, die haben dann einfach nur eine andere Farbe oder eine andere Form dann. Seile sind befestigt. So, dann müssen wir es mal wieder anwählen. Und fahren da wieder hin. Wo ist jetzt eigentlich das Schiff, das wir gerade eben gebracht haben? Das müsste doch hier rumstehen. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, hier die Arbeiter arbeiten natürlich noch. Hämmern da ein bisschen rum. An unserer Freiheitsstatue. Da kommt auch schon das Schiff. Und dieses Schiff sollte eigentlich dann der Abschluss sein von diesem Projekt. Werden wir gleich sehen. Ein Symbol für Beharrlichkeit und Ausdauer. Ich danke Ihnen für Ihre Kooperation. Gute Publicity war dringend nötig. Sie haben die Berichte gelesen. Wollen Sie die Genehmigung verlängern? Okay, wir haben jetzt Springbrunnen. Die sind wahrscheinlich bei Ornamente. Stern, irgendeinen komischen Würfel und irgendeinen komischen Bildschirm. Und ein Modell des Sonnensystems. Das war's. Soll ich den Vertrag verlängern? Das Sonnensystem, das sieht ja ganz cool aus. Sternförmig gesprengter Feuerwerksbrunnen. Der schießt jetzt halt immer ein bisschen Feuerwerk rum. Wir können das ja hier auch umstellen auf leuchtende Farben. So, wir drehen das mal und schauen uns das quasi mal so an. Das ist quasi ein Raumfahrer mit einer Hologrammerde.
mit dem Hologrammplaneten in der Hand. Da ist der Helm. Ist ganz cool. So, das wäre dann nämlich das erste Sektorenprojekt. Komplett mit allen Schritten. Dann gehen wir mal hier hin. Da ist nämlich auch schon fertig. Da können wir den nächsten Schritt machen und dann können wir hierhin den Schritt machen. Dann können wir, glaube ich, hierhin den Schritt machen. Dann können wir hierhin den Schritt machen und eigentlich überall alles gleichzeitig. Es ist noch ein bisschen früh, aber ich glaube, sie haben uns geholfen. Mich kennt man dort. Daher wäre es unklug, wenn ich das selbst machen würde. Beladen Sie Biokost. Produzieren wir hier Biokost überhaupt? Im Moment nicht, aber das kriegen wir hin. Nee, das ist ja Weltraum. Weltraumgemüse? Müssen wir mal schauen, was ist ein Biokost überhaupt? Dann machen wir einfach mal Routenübersicht. Ihre Lieferungen sollten rechtzeitig. Die verlängern wir mal, die beiden. So, die Waren müssten. Und dann machen wir mal eine neue Route von hier. Transferroute wird überarbeitet. Biokost müsste das hier sein. Da hätte ich gerne von hier nach da. Machen wir mal so. So, die Waren müssten. Dann haben wir die nämlich bald im Container drin, dann können wir die auch. Transferroute nimmt Betrieb auf. Dann haben wir das drinnen in unserem Lager und dann können wir das auch benutzen dann für die Flüchtlinge. Und dann haben wir nämlich... Der Auftrag wurde so diskret wie nur möglich ausgeführt. Meine Vorgesetzte ist beeindruckt. Wieder ein Schritt. Ah, da sind Sie ja. Meine Vorgesetzte möchte, dass ich Ihnen einen Auftrag anbiete. Und ihr seht schon, die Firmenanteile werden jetzt gerade wieder billiger. Wir zahlen jetzt gerade wieder nur noch 48.000 und unsere Bilanz ist jetzt gerade massiv nach oben gegangen, warum auch immer. Sammeln Sie Steine ein. Warnung, unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Das kriegen wir hin. Warum unsere Bilanz jetzt plötzlich wieder so hoch ist, keine Ahnung. Wieso konnte ich den jetzt nicht einsammeln, weil er hier im Weg steht, oder? Container beladen. Wie viel brauchen wir? 5 Stück. Fracht eingesammelt. Okay, deshalb sind es wahrscheinlich 5 Stück, weil man manche nicht aufsammeln Fracht kann. Eingesammelt. Weil es da ein bisschen buggy ist. Container beladen. Genau, und jetzt zum Transmissionsraumhafen, also hierhin. Dann haben wir dann nämlich auch schon wieder ein Projekt dann abgeschlossen. Und dann sollte eigentlich... Dann kommt eigentlich gleich das nächste. Dann kommt nämlich hier der Generator noch. Weil hier gibt es 3 Stück dieser Magnetitgeneratoren oder Magnetit-Asteroiden-Bergwerke. Iridium. Wieso haben wir hier eigentlich so viel Iridium auf dem... Ach nee, wir haben jetzt... Das ist die maximale Anzahl, die man quasi haben kann an seltenen Rohstoffen. 9.999. Mittlerweile ist es ja mehr. Am Anfang konnte man, glaube ich, maximal plus 1.000 oder so haben. Und das war dann schon ärgerlich, weil das ständig alle war. Aber alles machbar. So. Sie haben sich das Vertrauen verdient. Und jetzt vergessen wir, dass das passiert ist. Gut, dass ich Sie erwische. Die Geschäftsführerin möchte Ihnen einen Auftrag anbieten. Schleppen Sie 2 Expeditionsrover zum Bergwerk. Das heißt, das dauert jetzt wieder ein bisschen, weil wir die erst einsammeln müssen. Einer steht hier. Den hängt er gerade an. Müssen wir hier hinbringen und einer steht hier unten irgendwo. Steht hier. Den müssen wir auch noch abholen. Und dann ist dieses Projekt auch abgeschlossen. Das heißt, dann können wir endlich mit dem dritten anfangen und nähern uns auch dem kompletten Abschluss in diesem Sektor mal wieder.
Die Kosten für Firmenanteile gehen gerade nach unten, aber auch der Gewinn bei den Firmenanteilen geht nach unten. So viel also dazu. Samen, nee, da wollen wir mal nicht mitbieten. Irgendwie will keiner bei Ibera Fox oder so was kaufen. Obwohl, bei Samen ist das Komische, dass der eigentlich fast komplett in gegnerischer Hand ist. Gut, eins gehört uns. Aber auch hier und bei Ibera Fox sind es nur zwei Stück. Ich glaube, da muss ich fast mal ein Machtwort sprechen und mal ein bisschen einkaufen. Das sollten wir jetzt eigentlich jetzt mal, solange unsere Bilanz noch so hoch ist. Da sollten wir das eigentlich noch machen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir kaufen uns mal für 900.000. Was für eine 400. Erleichterung, sich darüber keine Gedanken. Ach, den kann ich nicht, den hat sie nicht freigegeben. Den muss sie selber erst freigeben. Das ist auch wieder Samen, das will doch keiner. Das Auktion beginnen für 400.000. Ach, da brauchen wir Einfluss auch noch dazu. Ich nehme mal den für... Gut, das kostet uns auch 30, aber ich nehme mal den hier. Ausreichend. Dann schauen wir mal. Kann ich eigentlich hier wieder rausgehen? Bieten natürlich alle mit, obwohl sie kein Geld nicht haben. So. Gut zu wissen. 3,6. Sollte. Und vor allem, der geht gerade gut nach oben. Aber irgendwie war es das schon. 14 Sekunden noch. Schauen wir mal, ob noch einer mitbietet. Aber wahrscheinlich kurz vor Schluss bietet wieder einer mit. Dann schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Okay, das ist nicht ausgegangen, wie erwartet. Wunderbar. Ibera Fox, ah, jetzt kosten die schon 1 Million. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Könnten den, ich glaube, den holen wir uns auch mal. Denn der Startgebot nur 400.000 und 25 von diesen Einflusspunkten, aber 2.000 positive Bilanz. Ich weiß Ihre Kooperation zu schätzen, aber das Projekt wurde als zu gefährlich eingestuft und wird abgebrochen. Aber vielleicht... Das wird uns also keine weiteren Probleme bereiten. Zufriedenstellend. Okay, das heißt, das Projekt ist abgeschlossen. Ich wünschte, wir könnten Ihnen helfen. Aber wie die Dinge stehen, tut mir leid. Das heißt, er ist verschwunden. Jetzt müssen wir warten, bis er rüberfährt zu dem anderen Extraktor. Zu dem anderen Meteoriten. Bis wir daran loslegen können. Und dann? Das kann nicht sein. Was ist so schiefgelaufen? Das heißt, bei Ibera Fox Home haben wir jetzt schon 2 Anteile und wir brauchen insgesamt 3, dass wir diesen Mondsektor noch kaufen können, den letzten. Dass wir den lassen wir mal irgendwann mal anders hinfahren. Wir gehen in der Zwischenzeit mal nach Walbruck. Da ist das Ziel nämlich auch erfüllt. Es sieht so aus, als wüssten Sie Effizienz zu schätzen. Genau wie ich. Willkommen. Ich habe einen Auftrag, falls Sie Interesse haben. 100 Luxuskost, das trifft sich gut, denn Luxuskost haben wir ja hier. Das ist unser Schiff. Luxuskost müssten wir auf Lager haben. 29 und 805 haben wir auf Lager. Sehr gut. Das holen wir mal kurzerhand. Dann haben wir nämlich auch diesen Sektor abgegrast. Das heißt, die ersten... Ich glaub, Achtung! 2 oder 3 komplette Sektoren sind dann schon fertig. Das ist ganz cool dann. So, das Schiff dauert immer ein bisschen, bis das fährt. Dann werden wir schauen, dass wir demnächst nochmal bei Ibera Fox kommen. Angemessen. You save das...
unterbinden wir mal. Unsere Einflusspunkte gehen zwar langsam runter, das heißt, da müssen wir aufpassen. Aber das Gute ist, solange wir Firmenanteile von anderen Firmen haben, hat jetzt irgendwie nie jemand auf unsere eigenen Firmenanteile geboten, die komplett uns gehören. Und da hat noch jetzt lang keiner mehr geboten. Also ich habe immer Yusayev und ich glaube Seimen. Da sind die meisten ganz scharf drauf auf die Landwirtschaft Boni. Aber Yusayev haben wir mittlerweile 4 Stück. Da könnten wir einen eigentlich mal verkaufen, wenn wir dann jetzt eine Auktion beginnen und die absichtlich verlieren. Ich weiß nicht, ob wir dann Geld dafür bekommen. Ich glaube es zwar nicht, aber es sollte machbar sein. Bei dem brauchen wir halt auch noch 3 Stück. Hier brauchen wir noch einen, dass wir die restlichen Sektoren noch kriegen. Aber das kriegen wir hin. Bilanz ist bei fast 800.000. Das kriegen wir alles hin. Alles läuft wie geschmiert. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich werde sie sicher im Auge behalten. So. Phase 3 abgeschlossen. Das heißt, das komplette Sektorenprojekt ist fertig. Haben jetzt 3000 Energie dazu bekommen. Passt. So, dann gehen wir mal in den nächsten Sektor. Ich weiß, die Folge dauert schon ein bisschen länger. Bei 21... Shuttle kommt fast 22 Minuten. An. Aber wir schauen jetzt einfach nochmal hier rein. Dass wir da... Einwandfrei. Mal sehen, wie du dich bei der nächsten Geschichte anstellst. 2 Schiffe, das heißt 7 von 7. Das heißt, die zweite Phase müsste das ja sein. Wo ist denn unser Schiff überhaupt? Hier. Wo müssen wir die hin? Zum versunkenen Gebäude. Und das versunkene Gebäude ist wo? Hier. Ach, da ist nochmal so ein Iridium-Extraktor. Hallo? Logistiknetzwerk überlastet. Jetzt geht's auf einmal. Jetzt schon. Warum das Logistiknetzwerk kann doch nicht überlastet sein? Wir hatten gerade 200 Logistik plus, Junge. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, auf... Wo habe ich denn die Gebäude hingebaut? Hier. 173 Logistik. Also, denke ich mal, sollte das dann irgendwo schon irgendwie mal im Positiven dann sein. Es kann höchstens sein, dass hier irgendwo auf 0 ist, aber eigentlich nicht. So, wir fahren jetzt da mal runter, liefern das erste Schiff ab, dann müssen wir hier irgendwo, und da steht das zweite Schiff, müssen wir das hier abholen. Und dann haben wir wieder eine Phase abgeschlossen, quasi die zweite. Dann haben wir diesen Generator, dann müsste es ja nochmal einen geben. Außer wir müssen dann das Schiff aufbauen, weil ich meine mal gehört zu haben, dass es dann dieses Schiff, dass man das dann wieder aufbauen kann. Aber ich könnte mich natürlich auch täuschen. Weiß ich jetzt nicht. Aber das müsste ja irgendwo hier schon zu sehen sein, das Gebäude, wenn es noch eins gibt. Aber im Moment sieht es nicht so danach aus. Hier ist auch nichts. Hey, dann bin ich mal gespannt. Oder ist das schon die dritte Phase? Weil wir mussten ja am Anfang für Trenchcoat einen Schatz suchen. Dann mussten wir das hier bauen. Mal schauen. Objekt befestigt. Sehr gut, dann liefern wir das mal ab. Weil das wäre schon cool, das Schiff wieder zusammenzubauen. Hier vorne ist übrigens ein Panda drauf. Sieht man den noch? Da ist ein Grafikbug. Panda Society, genau. Dead Panda. Das war die Gemeinschaft von Trenchcoat, den wir aus Anno 2070 kennen. Der immer mal wieder in eure Sektoren kam, um euch Waren zu verkaufen. Hab meinen Teil der Abmachung doch, Phase 2. Aber häng's nicht gleich an die große Glocke. Dann? Hätten Job für dich. Springt auch anständig was dabei raus. Ach, hier. Okay, das spawnt anscheinend erst, wenn man da dann soweit ist. Aber ich denke mal, das machen wir dann irgendwann anders. Denn wir sind schon bei 25 Minuten.
Aber wir werden auch dieses Sektorenprojekt demnächst fertigstellen. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.